Hallo. Inwieweit lassen sich andere Systeme denn da anschließen? Also wenn jetzt zum Beispiel nach Aufträgen gefragt wird, könnte ich das zum Beispiel mit dem SAP verlinken? Ja, also unser ganzes Tool, unsere ganze Plattform ist API first gebaut worden. Also sprich, die wurde auf Basis von einer API gebaut und somit kann man sozusagen das gesamte Tool fernsteuern. Man kann alles, was man im User Interface machen kann, kann man auch mit der API machen. Sprich, man kann das an jedes x-beliebige andere System anschließen, beispielsweise an ein CRM, SAP, aber beispielsweise auch an einen Online-Shop, um beispielsweise über WhatsApp-Notifications Bestellbestätigungen zu verschicken oder solche Dinge. Das ist alles möglich. Das geht auch in beide Richtungen. Beispielsweise der Chatbot kann auch Nachrichten weiterleiten an ein drittes System und kann aber auch API-Calls absetzen, um sich bei einem dritten System irgendwie Infos zu ziehen. Vorhin auch eine Frage. Ich hab vielleicht eine Kundendatenbank schon auf E-Mail oder mein Callcenter aufgebaut, habe da vielleicht schon meine FAQ in der Datenbank. Das müsst ihr natürlich nicht mehr alles da wieder reinschreiben, sondern da gibt es ganz kleine API-Schnittstellen, die sich dann diese Informationen aus diesem System holen, genauso wie Kundenhistorie. Also wenn ihr wisst, ihr habt mit dem vor 3 Jahren schon mal telefoniert, das steht irgendwo in eurer Datenbank, dann kann das unser Tool reinziehen, sodass ihr auch in unserem Tool dann seht, aha, vor 3 Jahren habe ich mit dem schon mal telefoniert und das besprochen.